Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Video. Und wie ihr vielleicht da oben irgendwo schon gelesen habt, haben wir heute ein Opening, ein Unboxing, Unboxing und Opening von was Coolem. Denn wie gesagt, ich habe mir mal vorgenommen, Deutschlands größte Caps-Sammlung oder POG-Sammlung, heute sagen wir mal POG-Sammlung, aufzubauen. Und hab mir drei Sachen bestellt, die alle aus ganz, ganz viel mehr Sachen bestehen, aber drei Sachen. Zwei kommen von weiters her, das braucht noch ein bisschen. Eine Sache, die habe ich hier, nämlich das hier. In einem Amazon-Päckchen, das aber nicht von Amazon kommt. Wohlgemerkt. Da habe ich meine Adresse wieder gemacht. Und das machen wir jetzt mal auf. Ich habe hier meinen altbewährten Freund Schere. Ich mache das mal hinter der Kamera. Nee, so. Und zwar ist Folgendes drin. Und ich bin jetzt selber etwas aufgeregt. Ich habe das seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so nicht mehr aufgemacht. Original Star Wars oder doch Star Wars Porks, 6 Pork, ein Kini, und da ist nicht nur eins drin, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nicht sechs, nicht sieben, nicht acht, nicht neun, sondern 10 Tüten. Ja, jetzt ist leer. 10. Und eins, weil ich das cool finde und ich das meistens so mache, für die, dass ich ein ungeöffnetes habe, weil das will ich schon, das finde ich ganz cool. Eins hebe ich mir auf, das legen wir mal beiseite. Und zur Archivierung. Man weiß nie, wofür man es braucht. Und die anderen werden wir jetzt aufmachen. Allerdings nicht alle neun, sondern wir machen jetzt nur eins, zwei, drei, vier auf. Und die anderen dann in einem zweiten Video. So. Freund Schere hilft. Wie gesagt, ich bin jetzt wirklich aufgeregt, weil ich das. Ja, es sind bestimmt so um die 20 Jahre. Gott, bin ich alt. So, mal gucken. 20 Jahre her, dass ich das letzte Mal eins aufgemacht habe. So, da haben wir einmal die Karte. Mit allen, wie viel gibt's? 70 Caps. Das ist gut für mein mit Spielregeln. Ich habe mal erzählt, dass ich mir überlegen bin, ob ich mir so ein Collectors Book hole. So, jetzt holen wir einfach mal alle raus und gucken mal. Wir haben, oh, super. So, wir machen es wieder altbewährt. Fokussieren, bitte. So, danke. Das sieht sehr weird aus mit einem glitzernden Sturmtrupplerhelm. Return of the Jedi. Dann haben wir. Ne, das ist richtig. Ein glitzernden R2D2. Ne. C3PO. R2D2. Ich bin mir nicht sicher. Gott, bin ich ein schlechter Star Wars-Fan. Steht das hinten drauf? Ne. Ein Slammer. Mit Mr. Pork. Official Licensed Produce. Da hätte ich es cool gefunden, wenn da wirklich Star Wars Slammer drin waren. Die haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Das sind Hartplastik-Slammer. Und für alle, hier steht es auch nochmal auf den Spielregeln. Mir fällt die Kulisse zusammen. Das gibt's nicht. Aua, steh jetzt. Halten. So. Mit den Pogs macht man dann eben Schnelldurchlauf für alle, die es nicht kennen. So kleine Häufchen. Na, Mama am Ende. Wir machen erstmal weiter. So, was haben wir noch?
R2D2 und C3PO, da kann ich nicht viel falsch machen. Das ist, wie heißt der? Ich habe den Namen vergessen. Das ist nicht Han Solo, das ist Han Solo. Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Harrison Ford. Cool, cool. Und alle noch in so schönem Zustand und ein Darth Vader. Und schon wieder Glitzer der Sturmtruppler. Das sieht wirklich weird aus. Ach, fühlt sich super an. So, kurzer Schnelldurchlauf. Ich hoffe, man sieht's. Man macht dann ein kleines Häufchen. Jeder legt seine drauf. Und dann hat man quasi den Slammer. Und den haut man dann im Idealfall so drauf. Und nein, man haut den dann drauf und im Idealfall drehen sich dann welche um und die darf man behalten, der Rest bleibt liegen. So, und jetzt habe ich wahrscheinlich direkt, ja, habe ich, ich Vollidiot, das habe ich nicht bedacht, habe ich direkt eine Macke reingemacht. In meine neuen Caps. Naja, gut. Was nicht alles für Klicks, wa? Nein, Spaß. So, Nummer 2. Die gleiche Karte wieder drin? Ja. Ja, ja, ja. Egal. Hebe ich trotzdem alle auf. So. Was haben wir hier? Ich bin verwirrt. Da. Jetzt sieht man es. Das ist so, ist nicht die Rocket Beans Rakete, sondern ein Hund-Haifisch-Dingens. Keine Ahnung. Und die gleich alle richtig rum. So. Okay, und dann kommt ein cooler Cap, ein Luke, ein Skywalker. Ach du Scheiße, guckt euch das Gesicht mal an. Den kenne ich gar nicht. Na gut. Den haben wir schon gezogen heute. Und ein Harrison Ford mit Pistole. Okay. Was diese? Nummer 3, mal gucken, dass wir da noch rechtzeitig innerhalb der Zeit durchkommen. Ach, das ist schon offen. Allzu lang sollen die Videos ja nicht sein. So. Okay. So. Ein Totenkopf. Wie gesagt, Star Wars fokussieren. Star Wars Slammer hätte ich jetzt cool gefunden, aber man kann nicht alles haben, wa? So. Also dafür, dass es 70 Stück gibt, haben wir jetzt schon sehr oft. Gedoubled, den hatten wir noch nicht. Ah, Luke. Nee, Han Solo in flüssigem Carbonit. Ja, und das hatten wir auch schon. Ah, Obi-Wan Kenobi. Cool. Und das Ganze hat mich dann auch mehr oder weniger an die Trading Cards rangeführt. Denn die Booster hier, solche Booster habe ich schon in der Grundschule, hatten wir schon Caps. In der Realschule bei mir kam es dann irgendwann nochmal, aber die Hauptzeit war in der Grundschule. Und da haben wir schon die Päckchen aufgemacht und irgendwann kam dann die Pokémon-Karten. Und da dachte ich, ja geil, das ist ja wie damals. Nee, keine Ahnung, ob ich das gedacht habe. Aber das waren die ersten Booster, die ich damals aufgemacht habe. Von Caps. Oh, die Nummer 1. Cool. Sturmtruppler. Und mit einem glitzernden Lichtschwert.
Sieht ja aus wie ein Eiszapfen. Noch einmal Look. Den hatten wir auch schon. Oh, mit leuchtendem Arm. Ich habe nicht nur Lichtschwert, das glitzert. So. Wir sind es in 10 Minuten. Naja, kann man gut Pause machen jetzt. Ne? Ich verlinke euch einfach mal Teil 2. Das kommt dann wahrscheinlich morgen. Oder ihr klickt da drauf. Hier. Zip. Da in die Mitte. Genau, die Anzahl der jetzigen, das kommt dann im nächsten Video. Wir sehen uns. Tschüss.